Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Vogt, als Sie da im Regen standen, was haben Sie denn da der schwarz-gelben Landesregierung gesagt, als Sie die Kommunen noch weiter geschröpft haben? Das war wohl relativ effektlos. Seien Sie froh, dass die Landesregierung gewechselt hat, damit die Kommunen mehr Geld bekommen haben. Und was haben Sie denn dazu gesagt, dass die schwarz-gelbe Landesregierung schon 10.000 Stellen der mittelfristigen Finanzplanung gestrichen hatte? Habe ich nichts zugehört. So wäre das weitergegangen mit Schwarz-Gelb in diesem Land. Seien wir dankbar, dass die Landesregierung gewechselt hat. Und, lieber Kollege Kaiser, ich liebe eigentlich Kaiserschmarrn, wollte ich nur sagen. Ich liebe eigentlich Kaiserschmarrn, aber nicht auf dem Papier, so wie er da verfasst war. Also zu dieser Systematik und Logik haben wir ja heute schon einiges gehört. Das geht nicht rechte Tasche, linke Tasche. Also in dieser Art und Weise Rezepte auszubringen. Bitte, wir reden noch mal über Verbraucherbildung, aber das machen wir beide bilateral an der Stelle. So, jetzt will ich aber noch mal was zu Herrn Lindner sagen, weil diese Mythenbildung, die er wieder heute versucht hat, hier eine Unwahrheit nach der anderen rausgehauen hat, das kann man nicht so stehen lassen. Den Gymnasien in Nordrhein-Westfalen ist nicht eine einzige Stelle in ihrer Schüler-Lehrer-Relation entzogen worden. Wir haben in der Tat 1.000 Stellen im ersten Jahr den Schulen belassen, und alle anderen Schulformen haben das mitgemacht und haben gesagt, genau dieser Wandel ist schwierig von G9 zu G8. Ja, die Mythenbildung der Benachteiligten der Gymnasien, das können Sie, wollen Sie mir die Zunge rausstrecken? Dankeschön. Habe ich gesehen, haben Sie getan. Ich mache das aber so nicht. Sie haben eben von Kläffen gesprochen. Der Einzige, der sich hier in dieser Art und Weise daneben benommen hat, da hatte ich das Bild vor mir. Ich habe das nicht in den Reihen der Kolleginnen und Kollegen gesehen. Das muss ich sehr deutlich sagen. Und das, was Sie den Schulen in Nordrhein-Westfalen hier verordnen wollen, ist, dass man noch nicht mal von einer zur anderen Kommune das Gymnasium dann beruhigt wechseln kann, weil das eine ist G8, das andere ist G9. Und das wollen Sie. Sie reden über die Frage Bildungsföderalismus, mehr Zentralismus von Berlin aus und versuchen hier das Chaos anzuzetteln. Und alle am runden Tisch, diejenigen, die G9 befürwortet haben, alle am runden Tisch, die gesagt haben, stürzt die Schulen jetzt nicht wieder in eine Rückabwicklung, haben eins gesagt, diesen Kannibalismus zwischen den Schulen und diese alte Marktliberalität, Schulen gegeneinander zu schieben, das wollen wir nicht. Keinen negativen Wettbewerb unter den Schulen, und deswegen Bildungspolitik aller FDP hat sich überholt. Das Einzige, was Sie wollen, das ist ja das beschrieben, dass Sie überhaupt nicht mehr auftauchen müssen im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer.